Wir schauen aber schon mal ein Wochenende in die Zukunft, denn nächsten Samstag, da werden die letzten drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Das Aus der Atomenergie steht fest und ist laut Wirtschaftsminister Robert Habeck auch endgültig. Die Atomkraftwerke würden früher oder später an den Rückbau gehen. Die Energieversorgung, die sei gesichert, sagt er jetzt. Trotzdem ruft er weiterhin dazu auf, sparsam mit Energieressourcen umzugehen. Sven de Sophie Homburg berichtet. Am Samstag ist in den Kernkraftwerken Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg Schluss. Die Atommeiler gehen vom Netz, Bundeswirtschaftsminister Habeck zufolge endgültig. Sie würden demnach früher oder später in den Rückbau gehen. Ein Neubau habe sich zudem immer als ökonomisches Fiasko dargestellt, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Energieversorgungslage in Deutschland sei jedoch gesichert. Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein. Wir haben die Lage im Griff durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern und die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und nicht zuletzt durch mehr erneuerbare Energien. Die bevorstehende Abschaltung der verbleibenden Atomkraftwerke halten in Deutschland einer repräsentativen Umfrage zufolge 37% der Befragten für richtig. Mehr als die Hälfte hält dies für falsch. Auch die Opposition und FDP wollen die Atommeiler lieber am Netz behalten, haben dies immer wieder gefordert. Wir brauchen sichere, klimaneutrale Kernkraftwerke in dieser Energiekrise. Und was ich einfach nicht verstehe, ist, dass der Klimaschutzminister Habeck lieber Kohlekraftwerke ans Netz nimmt, auch Braunkohlekraftwerke, die größten CO2-Schleudern, die es gibt, richtige Dreckschleudern, die lassen die Grünen lieber laufen als klimaneutrale Kernkraftwerke. Ein Punkt, bei dem sich hingegen alle einig sind, den durch die Atomkraftwerke entstehenden radioaktiven Müll will keiner haben. Die Suche nach einem Endlager dauert nach wie vor an. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.